Nee, Natururin schon wieder dran. Ich werde gleich zu Bahnhof Sewaldsbrück hinlaufen und danach mit einem Zug nach Aumund. Und dann werde ich mich mit Marvin treffen. Und wir werden dann irgendwo draußen pennen. Genauso machen wir das. Und hier, ich habe hier schon meine ganzen Sachen hier zusammengepackt. Die werde ich gleich runterbringen und hier auf diesen Wagen hier platzieren. Und danach Wanderungsstart kommt. Und hier, vorhin hat Marvin mir eine Sprachnachricht zugesendet. Und die hört sich so an. Alexa, wie warm wird es heute Nacht? Heute Abend wird es höchstwahrscheinlich regnen, mit Temperaturen um 2 Grad. Läuft. Also deswegen werde ich jetzt Pullover und Jacke anziehen, das hier runterbringen und aufbauen den Wagen und dann Wanderungsstart kommt. So, ich bin draußen. Jetzt zu diesen urinriechenden Bahnhof Sewaldsbrück hinlaufen. Und hier, bevor ich zu diesen urinriechenden Bahnhof Sewaldsbrück angekommen bin, wollte ich euch hier bei der Alljahreswetterhose zeigen. Und hier, ich habe heute dieses Mal meine Straßenschuhe angezogen, weil das ist mir beim letzten Mal aufgefallen, dass meine Laufschuhe viel zu dünn sind für dieses Wetter und dass da ganz viel kalte Luft in den Füßen reingeht. Und deswegen, damit meine Füße nicht zu kalt werden, habe ich hier schon wieder hier meine Straßenschuhe diesmal gezogen. So, jetzt habe ich euch das erklärt und jetzt werde ich zu diesen urinriechenden Bahnhof Sewaldsbrück hinlaufen, um den Zug zu bekommen. Ich habe den urinriechenden Bahnhof Sewaldsbrück gefunden. Und je tiefer ich in diesen urinriechenden Bahnhof Sewaldsbrück eindringe, desto mehr Uringeruch kommt. So, und jetzt hier mal den schweren Wagen hier in der Treppe hochlaufen. Der räudige Zug kommt an. Jetzt hier einsteigen und nach Aumund hinfahren. Ich bin hier Bremen-Aumund angekommen. Und hier gleich Marvin kommt und Marvin treffen. Aber hier ist irgendwie kälter als bei mir. Ich werde erst mal meine dreckige Jacke anziehen. Hier, ich habe Marvin gefunden. Jetzt gleich einkaufen gehen. Hier, wir haben den voll verranzten Edeka gefunden. Und hier, Marvin geht als erstes rein. Ich passe auf die Sachen auf und dann gehe ich rein und dann Wanderungsstart kommt. Also ich habe eingekauft. Zwei Bier, zwei Sechserträger Bier, zwei Glühwein, dann Kaffee für jetzt, weil ich habe ein bisschen wenig geschlafen. Und hier zwei Brötchen. Ich habe Dose Ravioli dabei. Mit diese Brötchen werde ich zum Tunken benutzen und damit hier zum später Fräsen. Und jetzt das Ganze einpacken, also da rein. Hier, genau hier rein, in meine Kühltasche. Und danach, wenn das erledigt ist, dann Wanderungsstart kommt. So, jetzt Wanderungsstart kommt. Wir sind am Laufen. Und ich werde jetzt gleich mein erstes Bier aufmachen. So, wir stehen jetzt hier vorne und machen erstmal erstes Bier auf. Oi, wir haben gerade einen radfahrenden Zuschauer zufällig getroffen. Viele Grüße. Hier, Autobahn mit diesen ganzen Autos und LKWs und was da hier rumfährt gefunden. Läuft. Guck mal hier. Fluss gefunden. Und zwar nicht hier auf dieser Straße oder Weg oder was das ist, sondern irgendwo da ganz hinten, glaube ich. Ich bin mir zwar nicht ganz sicher, aber ich glaube, das ist dieser Fluss, der auch durch diesen Weg da ganz hinten durchgeht. Aber da ganz hinten bei diesem Weg, da bin ich hier im letzten Sommer, wo ich mal diese Fickmühlenwanderung gemacht habe.
Da habe ich diesen Bach gefunden und da habe ich Katzenwäsche gemacht. Da habe ich mich so ein bisschen abgewaschen und sowas. Mit ein bisschen Shampoo und so. Hier bei dieser Fickmühlenwanderung. Wisst ihr noch? Hier, wir haben diesen Zuschauer nochmal getroffen. Der saß an der Bank. Mit denen haben wir nochmal gemeinsam einen Bierchen zusammen getrunken. Das war ganz nett und freundlich gewesen. Nochmals viele Grüße. Viele Grüße an Matthias. Und jetzt weiter zu gelaufen. Ich werde gleich schon wieder Bier trinken. Dieser, wie heißt das denn mal? Kalb oder? Nee, Kuh heißt das. Ein bisschen mit Kuh spielen. Hier aufgrund einer neuen Mitgliedschaft sind wir beide auf der Suche nach einem geeigneten hier Bierpower-Gegenstand. Hier, Marvin hat gerade einen wunderbaren Bierpower-Gegenstand gefunden. Ich grüße dich, Marvcon TV. Vielen Dank für deine Kanalmitgliedschaft. Und hier, weil wegen Dunkle kommt. Und immer, ja, Dunkle ist vollkommen gekommen. Und deswegen habe ich hier meine Kopflampe wieder angezogen. Extra, damit ich euch anblenden kann. Und auch eben so uns diesen Weg hier beleuchten kann. Und hier so eine Reflektoren, damit die hell werden. Deswegen habe ich diese Kopflampe angemacht. Auf meine fettigen Wasserkopf drauf gesetzt. Wasserkorb. Wasserkorb. Und durch so eine Seen werden wir hier langlaufen. Nach da lang. Guck mal, wir haben einen Döner gefunden. Jetzt erstmal Abendbrot fressen. Weil hier dieser Dönerladen einfach viel zu voll war und das voll lange gedauert hat, um dort fressen zu holen. Bin ich hier an dieser Tankstelle hingelaufen. Der ist genau gegenüber von diesem Dönerladen. Und ich habe mir hier so einen Chicken Burger geholt. Den habe ich mir da warm machen lassen. Und jetzt kann ich diesen fressen. Also sprich, das hier, das ist mein Abendfressen. So, ich habe gerade aufgefressen. Hier dieser Chicken Burger, was mir diese Tankstelle hier herausserviert hatte. Und hier, guck mal, das hier, das ist ein Mülleimer. Und ich werde erstmal diese ganzen leeren Bierflaschen hier hinstellen. Das hier, das sind die bisher von mir aus getrunkenen Bierflaschen. Und darauf erstmal ein Bier trinken. Und jetzt gehen wir zu so einem Loch oder so, um da irgendwann rumzuzelten. Genau das machen wir gleich. Hier, wir sind gerade im Walde. Hier ganz in der Nähe von diesem Loch oder wie das heißt. Und dieser Loch, den habe ich euch bei dieser, keine Ahnung, ich glaube 60 Kilometer Wanderung oder wie viel das war, gezeigt gehabt, wo ich auch mit Marvin unterwegs war und bei diesen Lost Place gepennt haben. Und hier, und wir sind hier an diesem Loch dran, was ich euch dann in diesem Video mal ge kurz gezeigt hatte. Und das war ganz steil nach unten und es ist voll scheiße, mit unseren Wagen da runter zu laufen. Bei dieser steilen Ecke und deswegen sind wir am Loch dran, hier direkt im Wald und versuchen irgendwie eine Stelle runterzulaufen, wo es nicht so steil ist, um runterzulaufen. Deswegen spazieren wir hier so ein bisschen durch diesen Wald hier lang und gucken, ob wir eine Stelle finden zum besser runterkommen. Weil sonst werden wir mit unseren Wagen volle Kanne runterpurzeln. Hier, guck mal. Wir laufen jetzt irgendwie hier durch und dann da drüben rüber. Und dann so einen steilen Berg runter. Hier ist so ein richtiger Fall Fettberg.
Wir versuchen jetzt hier runterzulaufen. Hier, wir sind unten angekommen. Und meine ganzen Schuhe waren gerade voller Sand gewesen. Und von da ganz oben sind wir wieder hergekommen. Jetzt sind wir hier runtergelaufen. Hier, Fressen gefunden. Also hier, diese Scheißdinger, diese Krümel hier. Kennt ihr die? Das hat Geschmack dran. Hier, guck mal. Wir haben Zeltplatz gefunden. Und zwar hier, auf diesem Boden, da mache ich mein Zelt drauf. Da mache ich gleich mein Wurfzelt hierhin aufbauen. Und Marvin, der baut hier so eine Hängematte von hier, also von diesen, wie heißt das nochmal, Stamm, bis zu diesen hier. Und ja, und dann hängt er hier rum. So, ich werde jetzt erstmal mit ganz viel Mühen mein Wurfzelt aufbauen. Ich habe mit ganz viel Mühen mein Wurfzelt aufgebaut. Jetzt werde ich meine ganzen Wurfzeltinnereien hier reinschieben. Guck mal, hier meine Hände qualmen. Weil ich habe da wie Wasser oder sowas drauf gemacht. Hier, ich mache da nochmal dieses Wasser oder wie das heißt drauf. Und dann beide ein bisschen einschmieren. Und schon Qualm kommt. Seht ihr das? Dieser Qualm? Hier dieser Qualm an meinen warmen Händen, das bedeutet, dass das eine schöne Temperatur, dass wir hier eine ordentliche Temperatur haben. So, meine Zeltinnereien sind hier eingerichtet. So sieht mein Schlafplatz aus. Und das ist Marvins Schlafplatz. Der ist doch im Aufbau. So, und darauf, dass wir jetzt erfolgreich aufgebaut haben, darauf erstmal ein Bier trinken. guck mal, wir sind gerade am Kochen. Und ich mach gleich mit meinem, wie heißt das nochmal? Dieser schwarze Taschenmesser. Damit mache ich gleich hier diese Ravioli-Dose auf. Und wenn die Ravioli-Dose auf ist, dann mache ich diese Ravioli hier rein. Und danach kommt das hier drauf, damit das dann warm wird. Und Marvin ist auch am Kochen, am Fressen machen. So, ich habe jetzt die Ravioli-Dose aufgemacht und hier drauf getan. Und jetzt, hier warten müssen, bis das warm wird und ganz viel umrühren. Und dann, wenn das warm wird und langsam Blasen kommt, da kann ich das irgendwann fressen. Guck mal, hier langsam Blasen zugekommen. Und wenn langsam Blasen kommt, dann probieren. Und wenn das gut ist, dann ist Fressen fertig. Dann ist warm genug. Und dann kann man Armbrot fressen. Ich werde diese Ravioli mit hier Brötchen fressen. Die werde ich zum Reintunken benutzen. Weil ich halt so. Weil ich das kann. So, hier, meine Ravioli sind fertig. Jetzt kann ich diese fressen. Und diesen Brötchen hier, den ich vorhin gekauft habe, in diese Soße hier reintunken. Extra damit der mit der Soße voll beschmiert ist, damit ich diese verschmierte Soße mir ins Maul stopfen kann, zum Fressen. Guck mal, Marvin macht hier für sich Spaghetti. Spaghetti kocht er. Guck mal, ich habe meinen Topf sauber gemacht mit hier mit Taschentücher und hier das da, dieser, wie heißt das nochmal? Hier, ja,
das hier heißt. Das, mit dem hier habe ich den Endprozess der Sauberkeit gemacht. Und hier. Und Marvin macht seinen Topf mit Durchfallrolle sauber. Durchfallrolle. mit dem hier. Kennt ihr den hier? Das ist Durchfallrolle. Das heißt, weil unsere Töpfe sauber sind, jetzt, ist das hier Glühwein bereit. So, jetzt hier Glühwein kochen, warm machen. Und zwar, hier, Feuer ist schon an, von dem hier. Und jetzt diesen, das da drauf. Und jetzt diesen Marktglühwein aufmachen. Jetzt Glühwein reinmachen. Und jetzt hier warten, bis Bewegung kommt. Und dann, also bis kurz davor, wenn Blasen kommen. Und dann ist Glühwein fertig. Und dann kann man das so welchen Tasten reinmachen. Und dann trinken. Glühwein ist fertig, weil ganz viel Dampf kommt und sowas. Und weil Glühwein fertig ist, kann man das jetzt hier reinmachen. So, Glühwein ist eingefüllt. hätte ich Glühwein trinken. Geprost. Ja. Prost. So, wir trinken jetzt das letzte Gute-Nacht-Bier. Im Regen. Ja, das Regen. Hier, Regen kommt langsam. Ja, das Schnee. Hier, diese Tropfen, das sieht aus wie eine Mischung aus Schnee und Regen. Und darauf, hier, wie heißt das nochmal? Guck da. Das ist Schnee. Schnee? Schneeflocken. Schnee tropft langsam. Von oben. Von oben, ne? Ja, von oben. Leicht von der Seite. Und und deswegen hier letztes Gute Nacht Bier trinken. Geprost. Geprost. Bevor wir nach dem letzten Gute Nacht Bier pennen gehen werden, möchte ich euch nochmal unseren Schlafplatz zeigen. Erneut. Und zwar hier. Das hier, das ist mein Zelt. Und da drin sind meine ganzen Zeltinnereien drin. Das hier, das ist mein Stuhl, wo ich sonst die ganze Zeit gesessen habe. Hier hat Marvin drauf gesessen. Auf dieser Matte. Und das hier, das ist Marvin sein, Spirituskocher. Mein Spirituskocher, den habe ich schon eingepackt. Der liegt hier. Der war die ganze Zeit hier gewesen. Und hier haben wir noch Restbrötchen. Und hier ist unser Müll drin. Also Mülleimer. Da vorne ist mein Wagen. Meine Klapserkarre. Die zweitbilligste Klapserkarre von Horenbach. Und das ist Marvins Paradies. Hier ist sein Schlafplatz, sein Schlafzimmer. Das da oben, das ist Tarp heißt das. Und das hier, das ist Hängematte. Der pennt da drauf. Ja, so ungefähr, genau so sieht unser Schlafplatz aus. So schlafen wir bei, wie viel Grad haben wir? Drei Grad. Vielleicht werden es noch zwei oder eins oder so. So, ich und Marvin versuchen gerade bei der Kälte schlafen zu gehen. Hier, wie man es sehen kann, bin ich in Jacke und versuche irgendwie so einzuschlafen hier bei knapp über 0 Grad oder so. Oder wie viel wir es jetzt auch immer haben. Aber. 2 Grad. Ja, 2 Grad haben wir gerade. Und. Ja, ist halt so, ne?
Deswegen, hier, gute Nacht bis morgen. Nee, guten Morgen. Ich bin auferstanden. Das war voll kalt gewesen heute Nacht. Ich konnte kaum schlafen. Lag die ganze Zeit frierend da. Und ich habe dann später den Schlaf etwas nachgeholt. Und jetzt ist es voll spät. Gleich erstmal wach werden. Zelt ausbauen. Ich wollte Zeltinnereien rausmachen. Zelt zusammenbauen. Dann Kaffee trinken. Dann komplett einpacken. Und danach nach Richtung zurücklaufen, Start kommt. So, meine Wurfzeltinnereien habe ich hier rausgemacht. Und da und hier liegt noch was. Jetzt werde ich mein Wurfzelt zusammenbauen. So, hier, ich habe mein Wurfzelt zusammengebaut. Jetzt gleich Kaffee machen. Also jetzt hier Spiritus reinmachen. Und jetzt anmachen. So, jetzt Topf raufmachen. Wasser reinmachen. Kaffeepad rein. Und den Kaffeekocher zumachen. Und jetzt warten, bis hier ein bisschen Dampf kommt und blasen. Und dann kann man ein bisschen umrühren. Ein bisschen warten und dann ist Kaffee fertig. Bevor Kaffee fertig ist, mache ich den Kaffee hier rein und mache dann noch Kaffeeweiße und Zucker rein. Und dann ist Kaffee fertig. Dann kann ich Kaffee saufen. Und solange Kaffee noch nicht fertig ist, werde ich erstmal darauf ein guten Morgen Bier trinken. 2 hatte ich noch von gestern über, von diesen Träger. Also sprich, ich hatte gestern nur 10 Bier getrunken. Das ist selten. Bei so welchen Touren. Aber nee, wenn es kalt ist, dann trinke ich generell weniger, als wenn das Wetter voll geil wäre. Ja, so mit warm dran und sowas. Also Marvin hat hier seine Hängematte auch schon abgebaut. Jetzt baut er sein Dach, seine Überdachung, also dieser Tarp, ab. Und hier, Wasser kocht noch nicht. Das dauert noch, bis Kaffee fertig ist. Vor allem auch noch, weil das Wasser wegen den Temperaturen so kalt ist. Da dauert das noch länger. Also dieser Wasser, der hier drin ist. Guck mal, hier Dampf kommt raus. Und deswegen, weil Dampf rauskommt, ist die Wahrscheinlichkeit nicht gering, dass innen Blasen sind. Und deswegen, weil da drin Blasen sind, kann man das ein bisschen umrühren und hier gegen die Wand hämmern und so weiter, damit hier noch mehr Kaffee von diesen verschmierten Beutel rauskommen. Ja, und vielleicht noch eine Minute kochen lassen und dann kann man Kaffee trinken. Aber nee, egal, ich mach das jetzt schon raus. Hier, wie heißt das nochmal? Ich pack das jetzt in meinen Kaffee rein. In meinen Becher meine ich jetzt. So, und jetzt hier ein bisschen Zucker reinmachen. So, jetzt umrühren. Und jetzt ist Kaffee fertig. Jetzt kann ich endlich Kaffee saufen. So, hier, wir haben Sachen gepackt. Müll haben wir hier drin. Der Müllsack ist voll schwer. Vielleicht müssen wir so einen Berg hochlaufen. So einen steilen Hügel, also Sandberg, wo wir gestern runtergelaufen sind. Das wird gleich, wie heißt das nochmal? Das wird gleich hart und anstrengend, diesen Scheißwagen hochzuschleppen. Prüfen, ob wir es hinbekommen, aber müssen wir. Guck mal. Hier. Genau hier, das ist ziemlich steil. Sind wir mit unserem Scheißwagen, der so schwer ist, runtergelaufen. Und jetzt versuchen wir, genau da hochzulaufen. So, ich habe gerade meinen fettigen Wagen hier hochgeschoben. Und habe ich den hochgeschoben. Und hier, guck mal, da ganz unten, da ist Marvin.
Der versucht jetzt auch so hochzukommen. Guck mal, da ganz hinten, die Sonne geht langsam runter. Deswegen gleich schon wieder Dunkle kommt. Und dann werden wir den Rest hier schon wieder in Dunkeln zurücklaufen. Weil wir haben schon 16 Uhr. Deswegen Dunkle kommt. Oh Scheiße, die Komoot-Aufnahme wurde gestoppt. Ohne dass ich das abgespeichert habe. Also doch, ich hab's. Das wurde auf abgespeichert gestoppt, bevor ich nur auf Fortsetzen gedrückt habe. Ich habe jetzt eine neue Komoot-Aufzeichnung gestartet, dass ich das zusammenrechnen kann am Ende. Und darauf werde ich jetzt erstmal mein letztes Bier, was ich dabei habe, trinken. Gib Prost. Wir laufen gerade durch so ein Dorf vorbei. Nach Richtung zurück. Das machen wir gerade. Traktor! Der Traktor mit Lichter dran. Weihnachten-Traktor. Weihnachten-Traktor. Weihnachten-Traktor von vorne. Na, guck mal da. Hier, Mülleimer gefunden. Jetzt kann ich hier diesen schweren Müllsack vom Wagen abmontieren. Und hier reinstopfen diesen Mülleimer. Damit mein verschmierter Billigpilgerwagen leichter ist. Guck mal, hier, Autobahn gefunden. Seht ihr diese ganzen Autos und LKWs da vorne? Das heißt Autobahn. Ne, wir sind in Lönhorst, Leuchtenburg. Da sind wir angekommen. Und jetzt laufen wir da, nach Dahlock irgendwie weiter. wir sind in Bremen-Aumund angekommen. Da oben steht Bremen drauf und da unten steht Ortsteil Aumund, Amersbeck, Schönebeck drauf. Und jetzt Bahnhof suchen und finden gehen. damit ich dann mit dem Zug dann auch zurückfahre. Guck mal. Wir haben hier vorne diesen voll verranzten Bahnhof gefunden. Jetzt abwarten, bis Zug kommt. Und wenn Zug kommt, dann einlaufen. Und dann wieder hier nach Richtung nach Hause fahren. Der verschmierte Scheißzug kommt an. Jetzt einsteigen und hier nach Hause fahren. Ich bin gerade aus diesem Zug ausgelaufen. Jetzt werde ich den letzten Rest nach Hause laufen. Da vorne ist ein Dönerladen. Und ich glaube, ich mache Folgendes. Ich werde erstmal gleich Döner bestellen gehen und danach nach Hause gehen und den dann zu Hause fressen. Also sieht man sich gleich, wenn ich zu Hause angekommen bin und ich am Döner fressen bin. So, ich bin jetzt zu Hause angekommen und ich werde jetzt erstmal Döner fressen. So, ich habe gerade Döner aufgefressen. Und wie ich vorhin beim Losgehen erwähnt hatte, oder kurz nach dem Losgehen, da hatte ich ja erwähnt gehabt, dass meine Komoot-Aufzeichnung vom Vortag leider abgebrochen wurde. Also beziehungsweise anstatt fortgesetzt, dass da dann gespeichert wurde. Und somit musste ich die Komoot-Aufzeichnung nochmal neu starten. Und deswegen habe ich jetzt zwei Aufzeichnungen dabei. Ein von gestern auf heute und dann einfach und eine Aufzeichnung von ganz heute. Und zwar laut Komoot-Aufzeichnung sind wir gestern insgesamt rund 17 Kilometer gelaufen. Allerdings rechne ich noch zwei weitere Kilometer hinzu, weil ich ja von hier zu Hause bis zum Bahnhof Sewaldsbrück gelaufen bin. Und heute, also am zweiten Tag, sind wir insgesamt 13 Kilometer gelaufen. Plus nochmal 2 Kilometer, wo ich dann von Bahnhof Sewaldsbrück wieder nach Hause gelaufen bin. Und somit komme ich auf 34 Kilometer insgesamt.
Nur damit ihr Bescheid wisst, wie viel Kilometer wir gelaufen sind. Und hier zum Thema Schlafsack. Dieser Schlafsack, den ich jetzt aktuell habe, den finde ich zwar sehr gut für die Jahreszeiten Frühling, Sommer und Herbst, aber für Winter fände ich den auf jeden Fall irgendwie zu dünn. Da kommt zu viel Kälte rein und ich habe heute in Jacke geschlafen und habe trotzdem gefroren. Und ich konnte fast die gesamte Nacht gar nicht schlafen, weil ich wegen dieser ganzen Kälte und habe dann irgendwie von Vormittag bis zum frühen Nachmittag, ich weiß nicht, bis 14, 15 Uhr oder so habe ich geschlafen, glaube ich. Ja, habe ich den Schlaf nachgeholt. So, ja, cool. Ja, das war aber trotzdem, trotz der ganzen Kälte, eine voll cool Tour gewesen. Muss man noch mal eine Wiederholung machen. Und ach ja, hier, Marvin hat ja auch einen Vlog gemacht. Hat das auch gefilmt. Auf seinen Kanal kommt auch ein Video. Link zu seinem Kanal unten in der versifften Drecksbeschreibung. So, das war voll cool Tour gewesen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer verschissener Natururin.